es ist Sonntag, letzter Oktobersonntag. Temperatur 21 Grad. Und da sind Pusteblumen auf der Weide. Also Löwenzahn. Cool. Ja, der Klimawandel hat aber was für sich. Ich fahre nach Hüpen, treffe mich mit Burkhard auf dem Käffchen. Bisschen klönen. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich mich ein bisschen sput, bin ich sogar pünktlich. Blühen noch Sonnenblumen, cool.
überholen hat keinen Zweck, da vorne fängt 70 an und danach müssen wir sowieso rechts abbiegen, also warum Stress? Ja, siehste, sind wir ja schon da. Und genau pünktlich. Moin! Darfst du eigentlich noch fahren? Warum? Ja klar. Oh, 6 Tage noch. Nee, ich hab doch 11. Ach so. November. Kannst du noch fahren? Ja. Wenn Wetter gut, ja. Kann ich fahren, moin Burkhard. Ja, das ist leider zu. Zu? Ja. Ich bin ja wohl bei dem schönen Wetter, wa? Ja, man hat es ja am Anfang gesehen, wir haben keinen Kaffee gekriegt, weil geschlossen waren. So viele Leute waren da, also Autos, Spaziergänger, die hätten ein schönes Geschäft machen können. So, mal wieder alles klar machen hier. Immer noch 20 Grad. Nee, jetzt 19. Ja, war schön wieder. Alles gut, auch ohne Kaffee. Ich hätte dran denken sollen und hätte eine Thermoskanne machen sollen. Weiß ich Bescheid. Irgendwie würde ich ja gerne mal eine Fahrt im Dunkeln machen. Habe ich ja damals mit der 1050 mal gemacht. Das waren auch bisher meine einzigen Kilometer, die ich mal im Dunkeln gefahren bin mit dem Motorrad. Und das war eine ganz eigene Erfahrung. Also da habe ich mich so unsicher gefühlt wie noch nie. Komm, den schaffen wir noch.
könnte ich ja mal dieses LED-Licht testen. Na, wo seid ihr denn? Hi Kalle. Na gut. Der kläfft mich nur an. Geht ja gar nicht.